Hallo, servus und moin moin ihr Lieben, ich bin's Younes, euer EWE Smartgeber. In Oldenburg sind neuerdings so richtig schicke, coole Elektroroller unterwegs und zwar von EWE Go. Was es damit auf sich hat, wie ihr partizipieren könnt, ja, und wie dieses E-Roller-Sharing überhaupt funktioniert, das klären wir jetzt. Let's go! Egal ob für den Weg vom Hauptbahnhof zur Uni oder zum Chillen im Park, mit den EWE Go-Rollern seid ihr definitiv flexibel unterwegs. Und das Beste daran, sie sind emissionsfrei, im gesamten Stadtgebiet verfügbar und nach der Fahrt stellt ihr sie einfach ordnungsgemäß im Stadtgebiet wieder ab. Ihr könnt die EWE Go-Roller in Parkbuchten ohne Parkuhr oder in den neu gestalteten EWE Go-Stellflächen am Julius-Mosen-Platz, am Schlossplatz und am Hauptbahnhof abstellen. Jetzt zeige ich euch, wie ihr euch anmelden und losrollern könnt. Als erstes müsst ihr die App eSharing im App Store oder im Google Play Store herunterladen. Den Link dazu gibt's in der Videobeschreibung. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und den Führerschein Klasse B oder den Zweiradführerschein Klasse AM, A1, A2 oder A besitzen, um die EWE Go-Roller auch fahren zu können. Und natürlich solltet ihr auch ein gültiges Zahlungsmittel hinterlegen. Wenn ihr noch keinen Account habt, dann registriert euch und folgt den Schritten in der App. So, als nächstes geht ihr auf Account erstellen. Gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein, sucht euch ein gutes, sicheres Passwort raus. Dazu haben wir übrigens auch eine Folge. Anschließend dann noch die Geschäftsbedingungen akzeptieren, die Datenschutzbestimmungen und noch Infos zu den Cookies. So, dann auf Account erstellen Tipp. Jetzt kam der Bestätigungscode per E-Mail. Zurück in die App, Code einfach eingeben, auf Weiter tippen. So, und als nächstes einfach eure persönlichen Daten eingeben und das mache ich jetzt mal. Als nächstes bestätigt ihr noch eure Identität. Die App muss nämlich die Gültigkeit der Führerscheine überprüfen. Außerdem wird noch ein Foto benötigt vom Führerschein und ein Selfie. Das ist quasi ein biometrischer Abgleich. So, und dann gebe ich einfach mal auf Einwilligung. Allgemeine Geschäftsbedingungen. Da mache ich ein Häkchen ran. Anschließend die Identifizierung starten. So, halten Sie Ihren Führerschein bereit, den habe ich hier. Stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung hell genug ist. Machen Sie sich bereit für ein Selfie. Habe ich noch nie gemacht. So, jetzt wird erstmal die Vorderseite des Führerscheins gescannt. So. So, Vorderseite wurde erfolgreich eingescannt. Als nächstes die Rückseite. So, versuchen schön in den Rahmen zu halten. So, die Rückseite wurde auch erfolgreich gescannt. Und jetzt ist Selfie-Time. Einfach auf Start tippen. Dann gibt es in der Mitte so einen eiförmigen Kreis. Ich glaube, ich nehme mal die Sonnenbrille ab. Gehe auf Ich bin bereit. Noch näher dran. So, Ergebnisse werden überprüft. Sehr gut. Identifikation ist abgeschlossen. Auf Abschließen tippen. Das ist echt cool. Es ging super schnell und super einfach. So, als nächstes muss ich noch meine Zahlungsmethode hinterlegen. Ich wähle die Kreditkarte. So, einfach die Kartennummer eingeben. Das Verfallsdatum. So, und anschließend noch den CVC-Code auf der Rückseite. Und auf Fertig tippen. Meine Zahlungsmethode ist hinterlegt. Ging super easy. Und als nächstes schaue ich mal, wo der EWE Go-Roller für mich steht. So, alle wichtigen Dinge sind hinterlegt. Ich kann jetzt loslegen. Dafür gehe ich in die App und suche mir auf der Karte den Roller, den ich auch fahren möchte, im Stadtgebiet aus. Ich gucke jetzt mal hier bei mir in der Nähe. So, der ist super, den nehme ich. Ich könnte jetzt auch direkt hingehen, direkt losfahren, aber ich weiß nicht, ob ich das zeitlich schaffe und ob mir vielleicht jemand anders den vorher wegschnappt. Deswegen reserviere ich den. Einfach mal drauf tippen. 15 Minuten Zeit habe ich. Klasse, der Countdown läuft. Ich bin jetzt direkt an meinem Objekt der Begierde angekommen. Und ich möchte noch den Eike von EWE Go begrüßen. Moin erstmal, Eike. Hi, Younes. Schön, dass du da bist. Und mir jetzt natürlich noch mal ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehst. Ich will jetzt direkt loslegen, bin heiß wie Frittenfett. Worauf muss ich als erstes achten? So, erstmal Safety first. Guck dir mal eben alle Teile vom Roller an, die irgendwie sicherheitsrelevant sind. Ist irgendwas auffällig? Spiegel irgendwie ab oder gerissen? Nee. Bremshebel verbogen oder ab? Auch nix. Plastikteile, die scharfkantig sind, abstehen, ne. Verletzungen verursachen können, Reifen irgendwie platt oder sowas. Sieht bei dem Roller alles gut aus, glaube ich. Also vorne ist er prall. Top. So, und dann haben wir das zweite Thema, Beschädigung am Roller. Mhm. Einmal gucken, hat der vorherige Fahrer irgendwelche Schäden am Roller verursacht.
dann einmal ein Auge drauf werfen, ist irgendwas zu sehen. Also ich hätte hier jetzt schon direkt was gesehen. Melde ich das? Was? Ja, bei dem Schaden tatsächlich würde ich das melden, okay. Weil wir haben immer so eine Faustregel, wenn sich Schäden auf einem Bauteil mit einer Kreditkarte vollständig abdecken lassen, mhm, und der Schaden geht nicht wirklich durchs Bauteil durch, also dass man irgendwie auf den Untergrund gucken kann oder, okay, oder Risse drin sind, ja, dann passt es. Ja. Hier ist der Lack halt komplett ab. Ich kann, ja, sie auch, krass, mit der Kreditkarte nicht mehr abdecken. Nee. Hier würde ich schon anrufen. Nicht, okay, dass du nachher irgendwie eine Rechnung von uns kriegst, das will keiner, ne? Nee, die würdest du ja dann noch kriegen. Genau. Was ist mit den beiden schwarzen Striemen, sag ich mal? Oder, ach, da ist wahrscheinlich mal jemand mit einem Schuh dran gekommen. Wie Gummi oder so, ne? Genau. Auch hier lässt sich das ja von der Kreditkarte abdecken. Da sollte man die Kirche im Dorf lassen, ne? Also wir wollen, dass das Spaß macht und nicht, ja, irgendwie künstlich Arbeitsaufwand erzeugen. Da brauchst du nicht anrufen. Fahr los, da wird sich keiner bei dir melden und sagen, hey, was hast du mit dem Roller gemacht? So, okay. Ne? Aber man, genau, kann jetzt zum Beispiel sagen, dass man bei so einem Schaden, wo die EC-Karte quasi locker nicht mehr reicht, dass man da anruft, aber, ja, jetzt nicht bei jedem Pups quasi euren, genau, Telefonservice, ja, penetriert. Ja, genau. Wir wollen einfach, dass der Service Spaß macht und dass du nicht jedes Mal irgendwie eine Dreiviertelstunde am Roller rumsuchen musst, bis du einen Schaden findest und uns dann anrufst. So ein bisschen einfach, genau, ein bisschen nachdenken, hey, ist das ein Schaden, den man melden sollte oder nicht? Kleinigkeiten, da machen wir nichts. Das tipptopp. Passt. Dann danke ich dir schon mal und apropos Spaß, ich hab so einen Bock, ich fahre jetzt schon mal direkt, hey, los. Hey, ein Helm. Hier, ja, sind zwei Helme drin. Ach, okay, die sind drin. Perfekt. Genau. Ich mach dir, mach den Roller mal an, dann kann ich dir zum Starten schieben, diesen gelben Balken nach rechts. Genau. Einfach. Zack. Keine Schäden, das haben wir gerade, genau, kontrolliert. Genau. Nun übernehme ich den. Ja, oder der ist schon gemeldet. Genau. Ah, jetzt hat's gepiept. Jetzt ist der Roller auf. Das Helmcase ist auf. Super. Jetzt gucken wir hier mal zusammen rein. Okay. Hier haben wir jetzt zwei Helme drin. Falls, mhm, du noch mal einen Beifahrer mitnehmen willst, kann auch der einen Helm kriegen. Wer weiß. So, jetzt haben wir hier einmal Größe L und Größe M. Ich gebe dir mal, du, Größe L. Okay. Und wir haben noch so schicke Hygienehauben in diesen Täschchen. Ah, kenne ich vom Go-Kart-Fahren noch. Ja, das, cool, ist im Prinzip das Gleiche. Wir wollen einfach, dass du jetzt nicht irgendwie mit deiner Kopfhaut in Berührung kommst, mit dem Helm. Das ist einfach so ein Hygienestandard, den wir fahren wollen. Ja. Einmal aufsetzen und dann den Helm drauf. Und dann kann es eigentlich losgehen. Jetzt setze ich mir mal meine kleine Haube auf. Tot schick, ne? Der Helm ist die Größe gut. Also er passt gut, er wackelt nicht, ist schön weich, gut gepolstert. Wir desinfizieren, ja, in regelmäßigen Abständen. Das riecht man. Ne? Also waschen die Dinger durch, dass, super, man irgendwie immer einen schönen frischen Helm auf dem Kopf hat. Kann man auch seine eigene Hygienehaube benutzen, wenn ich jetzt sage, ich fahre jeden fünfmal die Woche mit, klar, mit dem WeGo, dann, ja, kaufe ich mir meine eigene. Du könntest auch einen eigenen Helm benutzen. Also wenn du da irgendwie Berührungsängste, okay, hast, dann nimm einen eigenen Helm mit. Das ist auch gar, top, kein Thema natürlich. Ne? Alles klar. So, wir machen das Case wieder zu. So, dann Schäden, Helm, an ist er. Genau. Dann fahre ich los, Eike. Du kannst losfahren. Hey. Dazu einmal hier den grünen Knopf drücken. Okay. Dann leuchtet hier eine Lampe im Display. Jo. Kannst du gerne mal ausprobieren. Genau, schubst ihn mal vom Ständer. So, vom Hauptständer runter. Ich, genau, drücke einmal auf grün. Da, jetzt siehst du ready. Ja, da steht in grün ready. Und dann kannst du losgehen. Ich bin ready. So, Eike, vielen lieben Dank. Younes, bis später. Gerne. Bis später. Wir sehen uns. Ich mache erstmal Schulterblick. Setze den Blinker natürlich links. Und düse ab. Gute Fahrt dir. Danke. Ciao. Ciao. Oh. Younes, du grinst über beide Backen. Es hat richtig Bock gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Fahrvergnügen ist dabei, Fahrspaß ist dabei. Es stinkt nicht, es ist nicht laut. Die Geschwindigkeit ist da, in der Beschleunigung ist da. Ich bin zufrieden. 10 von 10 Punkten. Cool, das hören echt wir sehr gerne. Ride. Schön. Wie geht's jetzt weiter? Ich bin, was willst jetzt du machen? Willst du jetzt die Fahrt komplett beenden oder willst ich du nur komplett kurz fahren? Beenden. Ich würde jetzt nämlich losdüsen. Okay. Ja, ich würde jetzt einfach den, glaube ich, hier stehen lassen. Ne? Wenn wir uns den Parkplatz kurz so anschauen, ich glaube, das wäre ganz cool, wenn du den hier hinstellst. Dann können hier noch wieder Autos stehen oder weitere Roller. Ein bisschen Platz sparen, das ist, glaube ich, am fairsten. So steht er doch super. Dann auf den Hauptständer bocken, ne? Genau, box da einmal auf. Selbst das Aufbocken macht Bock. So. Sehr schön. Okay, wie geht's jetzt weiter? Du hast den Helm noch auf dem Kopf, der muss hier hinten wieder rein. Korrekt. Oh. Sehr schön. Die Haube darfst du gerne selber entsorgen und nicht mit in den Roller schmeißen. Guter Hinweis.
Darf man aber auch aufbehalten, wenn man mag, ne? Ja, wenn du da Lust hast, sieht ja so klasse aus bei dir. Kann ich direkt so mitnehmen. Perfekt. Dann machen wir hier die Klappe zu. Super. Und dann kannst du die Fahrt einmal beenden. So, zum Beenden schieben, den gelben Bike nach links. Fragt er mich, gibt es Schäden? Nein, ich bin irgendwo gegengefahren, bin ich hingefallen, gar nichts. Helm ist zurückgelegt, das Helmfach ist geschlossen, Buchung beenden. Jetzt hast du den Roller komplett zurückgegeben, jemand anderes kann sich den jetzt wieder buchen und damit weiterfahren. Du könntest den Roller aber auch parken, indem du auf Parken klickst, dann dementsprechend in der App und nicht auf Zurückgeben. Ja. Dann zahlst du nur noch 8 Cent die Minute. Ah, okay. Und da hast du den Vorteil, wenn du jetzt mal irgendwie einkaufen bist oder an einer Eisdiele, dann ist der Roller noch da und dir kann den keiner wegmopsen. Top. Genau. Macht Sinn. Vorne und hinten. Alright, haben wir alles besprochen soweit? Oder gibt es noch was hinzuzufügen? Einen Punkt hätte ich noch. Okay. EWEGO bietet nicht nur das Rollersharing-Thema an, sondern wir haben auch noch ganzheitliche Mobilitätslösungen. Alles rund um das Thema Elektromobilität. Infos einfach auf der www.ewe-go.de. Mhm. Und das wär's von uns. Alles klar. Ihr habt's gehört. Eike von EWEGO hat euch erklärt, wie es geht. Jetzt seid ihr gefragt. Go, go, go. Schreibt eure Kommentare, eure Fragen, eure Inspiration ins Kommentarfeld. Ansonsten sage ich vielen Dank, Eike von EWEGO. Gerne, Jonas. Bleibt gesund. Machen und wir. Ihr auch. Bis ganz bald, euer Younes. Tschüss. Ciao.